Was steht da? 11 Uhr. Ja. Guten Morgen. Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel. Geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Läusebefall und es geht um den letzten Wirkstoff und der ist geeignet grün. Ich lese vor. Pyretrum in Klammern äußerlich. Der Wirkstoff wird aus Chrysanthemenblüten gewonnen und tötet Kopfläuse ab. Geeignet bei Läusebefall. Wegen möglicher Resistenzen sollte das Mittel strikt nach Vorschrift und nur kurzzeitig angewendet werden. Die therapeutische Wirksamkeit von Pyretrum-Extrakt bei der Behandlung von Läusebefall ist belegt. Das Risiko für unerwünschte Wirkungen ist bei diesem Wirkstoff geringer als bei synthetischen Permethrin. Wichtig zu wissen. Bei Kopfläusen, damit keine Läuse oder Nissen in den Haaren hängen bleiben, kämmen Sie das Haar anschließend Strähne für Strähne mit einem eingezinkten Nissenkamm durch. Nach 8 bis 10 Tagen müssen Sie diese Prozedur noch einmal wiederholen. Bei Filzläusen. Sie behandeln die gesamte behaarte Genitalregion. Wenn der Körper insgesamt stark behaart ist, müssen Sie nachsehen, ob sich die Läuse auch auf Bauch, Brust, Beinen oder in den Achselhöhlen angesiedelt haben. Der Zusatz von Chlorocresol kann Allergien verursachen. Wenn sich die Bindehaut des Auges entzündet, sie lichtscheu werden und oder die Augenlider anschwellen und sich diese Beschwerden nach 2 Tagen nicht wiedergelegt haben, sollten Sie ebenfalls einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kleinkindern dürfen Sie pro Anwendung nicht mehr als 25 Milliliter des Präparats verbrauchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollten Sie diese Medikamente nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden und auch nur dann, wenn allgemeine Maßnahmen oder eine Behandlung mit dem rezeptfreien Wirkstoff Dimethikon die Läuse nicht nachhaltig beseitigen konnten. Dies gilt auch für die Stillzeit. Dimethikon ist ein Silikonöl, so ähnlich wie 10W20. So, das war's mit Läusen. Es geht weiter mit Lippenherpes im Kapitel Hauthaare und das findet nicht heute statt. Tschüss. So, da mache ich was rein.